Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Wir haben es heute, ja, Dienstag, 8.33 Uhr, 3 Minuten zu spät. Jawohl, ja, das neue Büro richtet sich so langsam ein. Hin und wieder gibt es mal was, was nicht ganz passt. Ich muss jetzt noch ein paar Einstellungen machen. Sorry dafür, das wird in den nächsten Tagen aber in den Flow auch übergehen. Und wir schauen heute zum Thema Flow auf den Ölpreis. Denn der Ölmarkt, der geht durch die Decke. Wir hatten das Szenario ja schon besprochen und jetzt fängt der Markt tatsächlich an, sehr, sehr schön die Long-Seite zu spielen. Das machen wir gleich zuvor. Nummer 1, bitte gleich mal aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt erfährt, was wir hier tun. Gerne auch das Video teilen unter Freunden und Bekannten oder Freunde und Bekannte direkt mit einladen. Denn hier gibt es gute Setups für die eigenen Portfolien. Und wer das Ganze auch noch mit einem Top-Broker traden möchte, der schaut einfach mal bei Tickmill vorbei auf der Website und kann sich hier von den sehr, sehr guten Konditionen und Ausführungen selbst auch ein Bild machen. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Wie jeden Morgen bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier hinter mir geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann nämlich zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu der mini-mäßig gefüllten, Agenda hier. Wir sehen es, wir haben heute Morgen aus Großbritannien gute Nachrichten zum Thema Arbeitslosen bekommen, die Arbeitslosenänderung. Es gab lediglich 10.000 neue Anträge auf das Arbeitslosengeld. Das ist eine positive Nachricht, das ist ein sich stärkender Arbeitsmarkt. Beim letzten Bericht waren es über 86.000. Das heißt, das ist sehr, sehr positiv an dieser Stelle zu sehen. Wir müssen auch mal auf den Pfund schauen. Sieht interessant aus, was der Chart dort macht. Aus Deutschland haben wir den Erzeugerpreisindex bekommen und der steigt an, Leute. Ja, es geht schon auf 0,9. Die Analysten hatten mit einem hauchdünnen Rückgang zum Vorbericht gerechnet. Allerdings ist das nicht passiert hier. Die Erzeugerpreise ziehen nach oben an, weit weg von 2%, aber ich sage ja immer, die kleinen Schritte bringen uns zum großen Ergebnis und so ist das auch, wenn das Fass Tropf für Tropf voll wird, dann ist das Fass auch irgendwann voll und irgendwann haben wir wieder die 2% Inflation, die Zinsen ziehen auch langsam an, wenn wir mal kurz schauen wollen hier an dieser Stelle, ich mache mir kurz mal die Zinsübersicht an, wir haben ja immer wieder die Rates in den USA auf der Uhr, die sind inzwischen mal auf die Marke von 1,58 runtergekommen, jetzt ziehen sie wieder leicht an auf 1,62, aber wenn wir uns die Deutschen mal anschauen, die standen, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, vor nicht allzu langer Zeit hier an dieser Stelle standen die deutschen Rates bei minus 0,6. Jetzt haben wir aktuell mittlerweile minus 0,21. Also die Zinsen ziehen da auch ziemlich stark an. Wen das interessiert hier an dieser Stelle, ich zeige es einfach mal hier hinten. Das ist die Seite von Market Watch. Die kann jeder kostenfrei entsprechend auch sich im Internet selber anschauen. Und hier sehen wir auch mal den Zuwachs der Zinsen in den letzten 6 Monaten. Ich habe hier mal den 6-Monats-Charts aufgemacht. Und hier, wie schon gesagt, das sind die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Und da ist auch schon ein deutlicher Anstieg zu sehen. Ich weiß, wir reden hier immer noch über Minus, aber schaut euch einfach mal hier diese Kurve an, wie deutlich stark die nach oben ansteigt. Das ist das Thema tatsächlich auch der Inflationserwartung. Und das ist halt auch das, was man in den USA gesehen hat. Also in den USA sah das ähnlich aus. Wenn wir uns mal das halbe Jahr hier anschauen wollen, hinten ran, da sehen wir auch einen ziemlich starken Anstieg der Kurve. Die USA kamen halt von einem deutlich höheren Niveau, aber der Anstieg ist halt auch, der hat genauso angefangen, wie wir das hier hatten. Und das ist eine Sache, die muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich sage das jetzt mit Absicht schon mal, weil ich bin mir ziemlich sicher, dieses Thema haben wir in den USA lange genug über die Ticker laufen gehabt. Das ist natürlich auch zu uns nach Deutschland geschwappt und irgendwann wird das wahrscheinlich auch hier bei uns in Deutschland ankommen und wie der Markt sich dann verhält, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ein bisschen panischer als in den USA, ja, es ist nicht umsonst so, dass wir häufig anders reagieren, aber warten wir es mal ab, alles wird gut und alles ist gut momentan, noch ist das im Gesamten alles überhaupt kein Problem. Also, das ist das, heute Vormittag, heute Nachmittag oder heute am Abend bekommen wir noch den
Blick ins Öl, ins Kleine hier, den API Rohöl Lagerbestand und ja, Bundesbank Vizepräsident Buch spricht, aber das hat in aller Regel nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen. Viel, viel wichtiger ist das, was wir am Donnerstag von der EZB hören. Das war's zu den wichtigsten Nachrichten. Eines sei hier vorab noch gegeben. Wir haben momentan die Berichtssaison und die nimmt so richtig an Fahrt auf und wir wissen es, auch wenn wir von anderen Seiten keine großen, Informationen oder Nachrichten bekommen. So eine Berichtssaison, die kann einiges miteinander verwirbeln, gerade auch bei den Indizes, und das kann deutlich für Bewegungen auch sorgen und das bleibt spannend. Und wie schon gesagt, die Berichtssaison geht jetzt mal richtig los, die nimmt so richtig stark an Fahrt auf und das darf man nicht vergessen, was da ist. Bei uns in Deutschland ist es ja zumeist so, dass die Unternehmen hier vor Börseneröffnung die Meldung rausbringen. In den USA gibt es das davor und danach und das Ganze kann dann immer mal wieder so ein bisschen zu Verwerfungen führen und wir wissen ja selber, wie es ist, dass die Indizes auch ein bisschen aufeinander abfärben. Das heißt, hier das Ganze immer ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Ich sage nachher in meinem Wall Street Traders Lunch um 12.30 Uhr auf meinem privaten Facebook-Profil sozusagen noch mal ein paar Worte zum Thema der Berichtssaison. Also wer mag, schaltet dort gerne auch mit ein. Da geht es dann ein bisschen mehr um das Thema der Aktienmärkte, das heißt dort der Aktienhandel in den USA. Nichts mit den Währungen, das machen wir hier exklusiv morgens bei Tickmill, denn hier spielt die Musik am frühen Morgen und das Ganze schauen wir uns jetzt direkt mal an mit Blick auf das Ganze an dieser Stelle. Das heißt, hier geht auf alle Fälle mal der Blick aufs Öl, aber wir sehen hier gerade jetzt an dieser Stelle auch mal der Blick auf das Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen, den hatte ich noch aus der finalen Vorbereitung sozusagen auf der Uhr. Auch hier sehen wir etwas, gleich sieht man es noch ein bisschen besser, wir sehen hier jetzt etwas, das durchaus sehr, sehr interessant ist, denn ich hatte das ja schon des Öfteren gesagt, viele, viele Währungen stehen momentan an sehr, sehr entscheidenden Stellen. Das sehen wir auch gut, wenn wir uns mal die Währungen an sich mal im Korb auch anschauen. Kurzen Augenblick, ich nehme doch mal hier den Forex-Bereich nach oben. Hier, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, auf den Chart sozusagen, aber nicht diese Währungen hier, sondern die Währungsfutures, die brauchen wir hier. Dann sehen wir relativ gut, dass viele Währungen doch an entscheidenden Stellen standen oder stehen und jetzt gewisse Widerstände und Unterstützung gebrochen haben. Ne? Wir sehen es, der Dollar ist gestern brutal unter die Unterstützung hier bei 91, eine 30 gefallen. Der Euro ist nach oben aus der leichten Flagge hier ausgebrochen. Der Yen bricht oben drüber aus. Das Pfund bricht, also hat den Abwärtstrend auch schon rausgenommen und ist gestern auch brutal nach oben ausgebrochen. Nächstes Widerstandslevel haben wir hier da. Das nächste, was wir hier haben, ist der Kanndollar. Den schauen wir uns nachher auch nochmal in Bezug aufs Öl. Auch hier wichtiges Widerstandslevel. Schweizer Franken ist oben drüber ausgebrochen. Der Australdollar, der steht hier an einem wichtigen Widerstand. Auch der, kurz vorm Ausbruch, Neuseeland-Dollar, hat noch ein bisschen Platz zur Oberseite hin. Aber auch hier eine Konsolidierung auf relativ hohem Niveau über 3 Tage. Und jetzt der Ausbruchsversuch zur Oberseite hin. Das ist recht interessant und das heißt, an dieser Stelle, schauen wir uns das Ganze an. Ich sehe auch gerade in die Chats hinein, wunderbar, die guten Morgengrüße, da freue ich mich super drüber. Danke dafür, die gebe ich sehr, sehr gerne auch direkt hier in den Live-Chat zurück. Und wer eine Frage hat, einen Wunschmarkt hat, bitte einfach rein entsprechend in die Chats auf Zoom und auch auf Facebook und da kann ich mich sehr, sehr gerne auch über den ein oder anderen Wert mit hermachen hier in der Live-Besprechung. Wie schon gesagt, hier Australdollar, japanischer Yen bricht gerade oben drüber aus. Wir sehen es hier, wo die Ziele liegen. Natürlich erstmal hier am Jahreshoch und wenn wir dann mal noch ein bisschen weiter blicken wollen, Thema Jahreshoch, wenn das hier wegfliegt, dann ist oben hin bis zu 89 Luft und Luft heißt, dass der Markt gerne mal den Weg nach oben annimmt. Das haben wir ja auch hier drüben gesehen an dieser Stelle hier. Da gab es auch genauso die Luft, die wir hatten und der Markt ist wirklich schön ohne großes Störfeuer rübergelaufen. Schaut mal hier, als wir hier ausgebrochen sind über dieses wichtige Level, da war hier drüben nicht mehr wirklich viel und was ist passiert? Der Markt ist hier nachhaltig ausgebrochen an dieser Stelle und hat den Weg nach oben einfach durchgezogen bis in diesen Bereich rein und Ähnliches haben wir jetzt hier, wenn der Ausbruch nach oben hin tatsächlich nachhaltig ist,
Sehr, sehr interessant. Hinschauen, traden lohnt da immer für die, die es ganz kurzfristig haben wollen. Hier, das ist mal der dynamische Schub zur Oberseite hin an dieser Stelle im Stundenchart. Und wer diesen Schub hier sich mal anschauen möchte, diesen Rallye-Weg nach oben hier auch in der Stunde, der wird halt feststellen zur Oberseite hin, das ist jetzt ein wichtiges Level, auf dem wir hier stehen an dieser Stelle. Und wenn dieses Level tatsächlich nachhaltig aus dem Markt genommen wird, hier dieser Bereich um die 84,50, wenn der tatsächlich nachhaltig rausfliegt, dann ist mal im kleineren der nächste Anlaufbereich, den wir hier haben, hier oben dieses kleine Schwunghoch um die 85. Das ist ein ganzes Stückchen nach oben noch hin. Und wer sich das Ganze auch anschauen möchte und in diesen starken dynamischen Trend auch mit reintraden möchte, kleine Empfehlung von meiner Seite, einfach mal die aktuelle Bewegung hier nach oben anschauen, den Chart umschalten, die Stunde gibt die Richtung vor. Hier sehen wir schön den Trendverlauf in den 5 Minuten. Und wenn der Trendverlauf in den 5 Minuten mal in die Korrektur übergeht, so wie wir das hier drüben auch immer mal gesehen haben oder hier so ein bisschen, es ist nicht viel, aber es ist was zu sehen, dann ruht sich der Markt so ein bisschen aus, dann sehen wir irgendwann die korrektive Phase. Ja, in so eine Fahnenstange empfehle ich keinen reinzusetzen. Wir wollen ja hier an dieser Stelle auch Geld verdienen und nicht Geld verbrennen. Das heißt, Konsolidierung abwarten. Wenn das Ding hier sein Pulver komplett verschießt, bricht der Markt eh wieder in sich zusammen. Aber wenn noch genügend Pulver da ist, gibt es eine Pause und dann kommt es aus der Korrektur nach oben hin zurück und dann ist das, was ich gerade auch gesagt habe, mal die Zielleiste, die wir da oben haben. Also das heißt, den Trend hier in den 5 Minuten einfach folgen und dann kann man schön Stück für Stück den Bewegungstrend sozusagen auf der Stundenbasis nach oben hin folgen. Und da ist auch noch ein bisschen Platz. Das heißt, wenn man hier einfach mal wie immer die grobe Über-Daumen-Regel nimmt, was hier oben in die Korrektur reingelaufen ist, kann man, oder was unten in die Korrektur reingelaufen ist, in die Gegenbewegung, kann man oben draufsetzen. Und da sieht man mal, wo das Potenzial dieser Bewegung auch ist. Ja, bis oben hin, um die 85, ist da locker Platz an dieser Stelle. Das Austral-Dollar, japanischer Yen. Und wir machen weiter an dieser Stelle mit dem Blick ins Öl. Hatte ich ja versprochen und ich habe es natürlich heute Morgen auch direkt publiziert in den Trading-Ideen. Tickmills tägliche Trading-Ideen habe ich direkt in den Blog von Tickmill auch mit reingesetzt. Wartet mal, das kann ich euch auch mal zeigen. Wer den Blog noch nicht kennt, wer auf Facebook zuschaut, auf der Tickmill-Gruppe, der kennt den Blog ja definitiv. Ansonsten hier an dieser Stelle einfach mal die Website von Tickmill aufrufen hier. tickmill.eu/de an dieser Stelle zum Beispiel, dann hier oben auf den Blog klicken und da sieht man es schon, Brent ist gut für 70 Dollar, war die These von heute Morgen, der Chart gibt es definitiv her, hier ist sozusagen dann die Chartanalyse, die ich gleich hier auch nochmal im Detail mache, natürlich viel, viel genauer, als ich das hier mache, aber die guten, wichtigen Marker habe ich hier schon drinnen, dann das Untergeordnete und hier unten packe ich dann nach der Live-Besprechung immer das Video mit rein, sodass sich das dann jeder entsprechend mit anschauen kann. Also einfach mal auf der Website von Tickmill mit vorbeischauen, hier an dieser Stelle. Das macht auf alle Fälle Sinn. Ich poste hier in diesem Sinne in Zoom auch gleich nochmal mit rein. Diejenigen, die auf Facebook zuschauen, die sehen das Ganze ja auf alle Fälle auch. Aber hier auf Zoom, da geht es sozusagen zur Website von Tickmill und da findet man auf alle Fälle auch immer schön die Einträge in die entsprechenden Blogs für die täglichen Trading-Ideen. Wir machen weiter mit dem Blick ins Öl, ne? Und ich nehme jetzt nicht das WTI. Das WTI sieht genauso aus, ja. Aber bitte nicht verwechseln, WTI und Brent sind unterschiedliche Ölsorten und die sind auch unterschiedlich bepreist. Ne? Wenn der Seidel jetzt hier sagt 70 Dollar, gut für 70 Dollar, dann ist das jetzt an dieser Stelle auf das Brent bezogen. Das WTI hat natürlich auch Luft bis 70 Dollar, wenn wir hier mal in die Woche reinschauen. Wenn wir hier die 68 rausnehmen nach oben hin, ne? 70 ist da nur ein Zwischenstück auf dem Weg hier zu diesem Hoch bei 77 oben. Aber es ist da. Nur das, was ich heute hier im Blog auch beschrieben habe, ist mal ganz, ganz klassisch. Das Brent und das sieht richtig, richtig klasse aus. Wir sehen es hier, der Abwärtstrend ist rausgenommen. Ich mache den mal ganz kurz rein. Wir sind weiterhin verortet in dem großen Aufwärtstrend und der große Aufwärtstrend hier, ich habe mal dieses HTF hier drüben, heißt Higher Time Frame. Das heißt, das ist der übergeordnete Trendverlauf und das ist das, was wir in der Woche oder im Monat sehen. Hier stehen wir schön in der Woche. Schaut mal, das ist der Aufwärtstrend, der hier oben reinläuft und dieser Aufwärtstrend hat korrigiert, hat konsolidiert unter starken Schwankungen und jetzt bricht der Markt hier nach oben aus und hat natürlich durchaus zunächst erstmal Potenzial über die 70 auf die 72 Dollar zu laufen und dann geht es nach oben hin weiter. Schaut mal hier oben, der nächste größere Anlaufbereich wären dann
die Marke um die 75, 60 und dann ist Luft bis 86. Ob es soweit kommt, wir werden es wie immer sehen, weil wir traden ja jetzt nicht die Vergangenheit, sondern wir traden ja immer in die Zukunft. Und deshalb schauen wir morgens auch immer auf die Märkte und wir versuchen halt aus der Vergangenheit heraus gute Anlaufmarker zu finden. Ja, das ist natürlich auch, da steckt eine gewisse Logik dahinter. Wenn man versteht, wie die Märkte funktionieren, dann kann man in den Charts auch immer sehr gut sehen, wer nach einem kauft oder wer nach einem verkauft. Das sind auch Dinge in der Ausbildung am 8. und 9. Mai, die ich zusammen mit meinem Kollegen Martin Bürsch mache. Und wenn man das weiß, wenn man solche Dinge auch kennt, dann kann man den Markt viel, viel besser einschätzen und auch die Potenziale einschätzen. Und das Ganze mal kurz auf den Tageschart gesehen, das sehen wir, warum mir dieser Markt momentan so gut gefällt. Denn hier, schaut mal, das ist der Aufwärtstrend im großen Bild. Jetzt haben wir hier auf Tagesbasis schon wieder einen untergeordneten Aufwärtstrend. Der ist entstanden, als wir hier über die 65,50 drüber gelaufen sind. Und die 65,50 ist halt ein wichtiger Bereich. Denn wenn wir uns das Bild mal im etwas kleineren anschauen wollen, schaut mal hier. Das hier war der korrektive Abwärtstrend zur Unterseite rein. Hier gab es das Zwischenhoch. Da ist der Markt hier drüber geschoben, hat dann korrigiert und hat ein höheres Tief gemacht. Und das ist das zweite bullische Anzeichen. Das erste bullische Anzeichen, dass der Markt hoch will, war, dass wir hier oben über das Zwischenhoch gelaufen sind. Dann kam das zweite dazu, dass wir ein höheres Tief gemacht haben. Und jetzt ist ein Aufwärtstrend entstanden, der auf hohem Niveau konsolidiert hat bis gestern und heute folgt der Ausbruch. Und das ist das Interessante. Und mit Blick hier rein in den Tageschart sehen wir auch, dass wir jetzt auf dem Chart im Tag bis zur 70-Dollar-Marke aus technischer Sicht nicht wirklich einen Widerstand liegen haben. Das heißt, was wir hier oben sehen können, ist, der Ausbruch aus der Flagge passt, der ist gut passiert an diesen Punkten und wir sehen es halt hier schön zur Oberseite hin, die Luft ist da. Und das ganze Bild ist jetzt nämlich interessant für den untergeordneten Zeitrahmen und das schauen wir uns jetzt mal eben in der Stunde an und in der Stunde sehen wir ganz, ganz klar, wenn ich mal den Zeitrahmen anmache, schaut mal hier, das ist der laufende Aufwärtstrend, der ist ganz schön ersichtlich. Ich raff's mal ein kleines bisschen weiter zusammen. Hier sehen wir es schön, wie der Markt nach oben läuft, die Korrektur, die letzte und dann jetzt der Ausbruch zur Oberseite rauf. Wir haben hier an dieser Stelle die entsprechende hohe Flagge beziehungsweise hier das Korrekturlevel und wir sehen es hier. Oben der Deckel bei grob 67,30 und unten die Unterstützung um die Marke von 66,15 bis 66,20 rum in diesem Drehbereich unten. Das sind die wichtigen Marker, die wir hier an dieser Stelle haben. Jetzt haben wir den Ausbruch zur Oberseite bekommen, nur in einem Schub. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig, deswegen sage ich das an dieser Stelle so. Wir sind ausgebrochen zur Oberseite hin, das ist das eine, das ist die Good News. Wer entsprechend den Blog auch schon gelesen hat, der wird auch sehen, ich bin hier natürlich immer ein bisschen auf die Unterseite eingegangen. Wenn wir die Oberseite allerdings nachhaltig bekommen, ja, dann gibt es jetzt aus der kleinen Korrektur, die wir hier sehen, einen Rücksetzer, wie auch immer, wo auch immer hin, wieder rein in die Flagge, das kann alles passieren, aber das Potenzial auf der Oberseite ist natürlich schön da. Und wenn wir das mal kurz sehen wollen hier, an dieser Stelle, wartet mal, diese Linie ziehe ich mal hier runter, mache mal noch eine zweite hoch. So, wenn wir das an dieser Stelle sehen wollen, schaut mal hier oben, wir haben hier an den kleinen Zwischenhochs, die wir gehabt haben, aus dieser Abwärtsphase hier zur Unterseite hin, den nächsten Anlaufpunkt. Einmal hier oben in diesem Bereich, dieses leichte Doppeltop um die Marke von 68,50 und dann haben wir hier oben auch zwei Hochs, die relativ nah beieinander liegen. Da haben wir hier einmal knapp die 69,28 und da oben drüber leicht hier die 69, auch knapp 50. Das ist da. Und dieses Level, was wir hier oben haben, ist auch noch aus einer anderen Warte relativ interessant, wenn wir das mal sehen wollen hier. Wir haben hier oben nämlich den Drehbereich gehabt. Also hier oben liegt durchaus einiges mit Potenzial, wo wir im positiven Falle richtig Kauforders reinbekommen. Wenn dort die Absicherung liegen, dann haben wir hier das Potenzial zur Oberseite durchaus hin. Sollten wir allerdings in die Flagge zurückkehren, dann wäre eines extrem wichtig, dass der Markt hier nicht unter dieses letzte Zwischentief hier unten drunter fällt. Also diese Marke, die wir hier unten hatten, knapp an der Unterseite, hier, das ist das Level, was wir in dieser kleinen Spike-Kerze nach unten gehabt haben. Im Tief hat man da gehabt die 66,21. Das sollten wir nicht drunter fallen, denn wenn wir da drunter fallen, nehmen wir diesen schönen Trend erstmal aus dem Markt und das wiederum ist dann eher
ein sehr, sehr bärisches Zeichen. Warum das so ist, wir sehen es hier, ich skizziere es einfach mal ganz kurz oben rein. Das heißt hier, schaut mal, das ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ich nehme den jetzt nicht komplett rein, sondern einfach nur ein Stück. Hier hat man die korrektive Phase gehabt, dann haben wir hier die Bewegung, nächste korrektive Phase und dann die Bewegung der Bewegungsarm, der den Ausbruch nach oben gebracht hat. Und wenn wir tatsächlich hier unter dieses Level fallen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir durchaus die Flagge dann nach unten verlassen. Dann ist zunächst auf alle Fälle der Aufwärtstrend, der kleinere, kaputt und dann müssen wir uns auf der Unterseite definitiv orientieren. Und das ist dann alles andere als bullisch, das ist dann eher bärisch, das ist ein ganz klassischer Fehlausbruch an dieser Seite dann und das müssen wir auf dieser technischen Sicht sehen. Wie schon gesagt, jetzt die Unterseite rein, interessant wird es zu sehen, was passiert. Hier oben ist das Kauflevel, wir sehen es hier oben in dem Bereich um die 67, 30, 35, der direkte Ausbruch oben rauf auf die, aus der Trendfortsetzung, der kam natürlich ein kleines Stückchen höher. Bei den Flaggen ist es halt immer so, da lupft der Markt mal oben drüber, geht wieder drunter. Wir sehen es, dass oben um die 67, 30 war der Bereich. Da sind wir jetzt ausgebrochen. Wir haben das kleine Zwischenhoch auf der Oberseite hier gehabt. Das ist der Ausbruchslevel, das ist der finale Ausbruchspunkt hier oben an diesem Hoch. Das haben wir liegen bei 67, 43 hier. Das ist also die Marke, auf die es darauf ankommt, aber es ist immer dieser Bereich. Ne? Der Markt landet ja selten direkt auf dem Punkt und deswegen hier der Ausbruchsbereich ist der Supportbereich. Das wäre ein sehr bullisches Zeichen, wenn wir direkt hier in diesem Drehbereich wieder auf Nachfrage stoßen und da kann man dann schön entsprechend die Oberseite mit beleuchten. Geht es ein bisschen tiefer hier im Kleinen und das ist wirklich das ganz, ganz kleine Auffanglevel hier unten grob um die 66, 60 bis 66, 62 rum und für die Daytrader beleuchte ich nochmal kurz diese eine Bewegung hier nach oben, die wir unten angesetzt bekommen haben, um die 66, 20. Da müssen wir dann allerdings mal in die kleine Zeiteinheit rein, in die 5 Minuten. Da sehen wir nämlich dann relativ schnell den Richtungswechsel, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Schaut hier, das ist der letzte Aufwärtstrend, der hier von unten kam. Schöne Bodenbildungsphase, das kann man sehr, sehr gut erkennen. Nehmen wir hier tatsächlich nicht nur dieses kleine Zwischentief da unten raus. Moment, ich arbeite jetzt mal noch mit anderen Farben, sonst kommen wir hier komplett durcheinander. Wenn wir das rausnehmen, ich gehe mal kurz in die Magenta-Farbe rein, dann ist natürlich das Risiko groß aus kurzfristiger Sicht für die Long-Seite, dass der Markt erstmal ein Stückchen tiefer korrigiert und wenn er das tatsächlich tut, dann haben wir hier auf der Unterseite ein paar interessante Auffangpunkte. Momentan, wie schon gesagt, wir sehen es, der Markt hat diesen Bewegungsarm-Trend hier unten jetzt erst einmal gebrochen. Es geht jetzt tiefer und die Anlaufmarker, die wir hier unten sehen, die sind ganz klar einfach mal die kleinen Zwischentiefs, die wir hier unten drinnen haben, aus dem Schwungbereich rein. Moment, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen. Da kann man es besser sehen. Da sieht man auch die Bewegungsarme hier. Wir sehen es an den Tiefs 67 um die 60 rum hier unten, 67, 50. Dann haben wir hier etwas noch tiefer hier das kleine Zwischentief um die 67, 40 und dann stehen wir schon mitten im Auffangbereich. Das kann alles passieren. Wie schon gesagt, wir sind jetzt hier im kleinen Korrekturmodus drin. Das ist alles sehr, sehr, sehr nah. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Handelsstil an, ob man da genug verdienen kann bis unten rein. Wichtig ist aber eins für die klassische Planung, ob man das jetzt für Gewinnmitnahme nimmt oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Hier sind Marker da, wo durchaus Absicherungsorders liegen und diese Orders haben halt eine gewisse Auswirkung auf den Markt und man kann an diesen Stellen sehr viel über den Markt lesen, wenn man sieht, was an diesen Punkten auch passiert. Deswegen besprechen wir sowas hier auch immer mal ein kleines bisschen im Detail. Also das hier, der Blick in den Brent. Wem das gefallen hat, einfach mal ein kleines Like in den Stream auf Facebook beziehungsweise nachher im Upload auf dem YouTube-Kanal. Und da weiß ich auch, das kommt auch an. Das wird gewollt. Wie schon gesagt, heute Morgen ist noch ein bisschen Zeit für den einen oder anderen Blick in die Wunschmärkte. Das heißt, wer was auf der Uhr hat, einfach rein. Das war der Blick in Brent. Und wir machen weiter mit dem Blick in den CAN-Dollar. Warum in den CAN-Dollar? CAN-Dollar ist eine Petrowährung. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, wir haben den CAN-Dollar ja in diversen Währungen. Wir wissen ja, der CAN-Dollar wird schwerer, wenn der Ölpreis steigt, nimmt sozusagen an Gewicht zu. Aber an dieser Stelle muss man einfach sagen, was ist hier los? Wo geht's hin, der Markt? Denn wenn wir uns beispielsweise Euro-CAN-Dollar anschauen, dann sehen wir ja ganz, ganz klar, der CAN-Dollar ist hier jetzt nicht die treibende Währung. Wenn der schwerer geworden wäre, wäre ja der Markt nach unten gefallen. Ne? Das ist ganz klar.
Hier ist ganz klar die Euro-Stärke da und die Euro-Stärke treibt momentan hier den Markt entsprechend zur Oberseite hin, ist auch noch Potenzial da. Wir haben hier momentan einen richtungsführenden Aufwärtstrend, das heißt hier im Euro-Kant-Dollar spielt da überhaupt nichts. Wo eventuell was spielen könnte, wäre beispielsweise hier das ganze Thema im Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar, deswegen gehen wir da gleich mal noch mit drauf. Wir sehen es hier an dieser Stelle, wir sind momentan verharrt oder verharren momentan in dem Level hier unten, in diesem dicken Schwungbereich. Moment, da muss ich jetzt wirklich mal ein grünes Level reinlegen. Hier schaut mal unten um diesen Bereich von 1,25 hat der Markt in den letzten Tagen immer wieder aufgekauft. Aber wir sehen es halt hier im kleineren Zeitrahmen. Der Markt drückt so nach unten. Wir sehen es, er hat gekauft von unten, ja, aber von oben kommt der Druck. Man kommt nicht mehr so richtig raus. Bricht das Ganze jetzt tatsächlich unten durch, dann haben wir hier den Fortgang quasi der Abwärtsphase. Und dann, wenn dieser 1,25 nachhaltig rauskommen, hier unten nächster Anlaufpunkt 1,2365. Das haben wir hier an dieser Stelle sehr, sehr gut zu sehen. Und das ist etwas, das kann man so ein bisschen auf der Uhr mit haben. Wer sich das Ganze mal genauer anschauen möchte, guckt sich gerne auch immer mal die entsprechenden Futures an. Ne? Das heißt hier der Kanadier-Dollar und der US-Dollar. Und hier sieht man sehr, sehr deutlich, dass der US-Dollar massiv schwächelt seit einigen Wochen und der Kanadier-Dollar so langsam aufsteigt. Er hat einen sehr, sehr leichten Aufwärtstrend gemacht an dieser Stelle hier, wenn wir uns den Kanadier-Dollar mal im Größeren anschauen wollen. Ne? Der ist im Aufwärtstrend und hat jetzt untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend gemacht. Das heißt, da geht die Dynamik schon nach oben. Die große Frage ist nur, wie viel Luft ist zur Oberseite hin, denn das Level hier oben um die Marke von 80 ist schon ein ziemlich starker Widerstand. Aber wenn er einmal wirklich rausgenommen wird, dann haben wir mal locker Luft bis 81,70 oben rein und da könnten wir schon einiges an Dynamik sehen und das dürfte dann ein bisschen, sag ich mal, Feuer in das Währungspaar hier an dieser Stelle US-Dollar, kanadischer Dollar bringen. Zum Thema Feuer, wir schauen auf den Nasdaq und wir schauen jetzt mal noch auf Euro-US-Dollar, beziehungsweise haben wir noch einen dritten Wunschmarkt und zwar den Austral-Dollar-US-Dollar. Also wir gehen das mal Stück für Stück durch. Zunächst erstmal gehen wir hier mal auf den, wir bleiben noch bei den Währungen, das heißt wir machen jetzt mal die beiden Währungen durch. Euro-US-Dollar habe ich als Frage bekommen und Austral-Dollar-US-Dollar hier mit dem Thema Pullback. Da schauen wir direkt auf auch mit drauf. Also zunächst der Euro-US-Dollar. Hier wird auch die Frage gestellt, wie weit kann der Ausbruch noch gehen? Ich sehe das Ganze, was im Euro passiert, sehr, sehr bullisch im Moment, aber mit einem, naja, gewissen, mit einem gewissen Maß an Skepsis. Denn wir sehen es, der Markt ist extrem bullisch hier an dieser Stelle. Wenn wir uns das mal im Tageschart auch anschauen wollen, dann sehen wir ziemlich genau, der Markt ist hier massiv nach oben unterwegs. Hier gab es mal ein kleines Zwischenhalten, das haben wir gesehen in der vorletzten Handelswoche und seitdem zieht der Markt einfach wie eine Rakete nach oben durch. Hier an dieser Stelle sehen wir das mal auch auf Wochenbasis, eine Woche, zweite Woche, das ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo der Markt einfach wie eine Rakete nach oben durch die Decke geht. Und das sehen wir auch heraus aus diesem ganz, ganz großen Aufwärtstrend der Woche. Sehen wir das ziemlich stark. Wir sind jetzt hier tief in die Korrektur reingelaufen und den Markt schiebt es weiter nach oben. Die Frage, wie weit kann das jetzt noch gehen, die ist durchaus berechtigt, weil irgendwann kommt wieder eine Korrektur und die Korrektur, wenn man das mal schauen will, hier oben, wenn wir diesen Drehbereich mal haben wollen, 1,2113 ist das Zwischenhoch hier oben gewesen. Das war das Hoch vom, jetzt muss ich mal kurz gucken, vom 3.3. Und da ist ein doch deutlicher Widerstand. Aber wir haben es ja auch gesehen, die letzten Widerstände sind einfach mal mit rausgenommen worden auf dem Markt. Eine Sache ist jetzt bei mir im Kopf drinnen, was wir hier sehen. Es gibt immer solche Vorbewegungen vor wichtigen News-Events. Das heißt, wo der Markt gewisse Sachen auch einpreist. Und das der nächste große News-Event, den wir hier an dieser Stelle haben, ist ist der EZB am Donnerstag. Und das ist extrem wichtig. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wenn der Markt der EZB so viele Vorschusslorbeeren gibt,
kann die EZB auch liefern, was der Markt hier erwartet? Das ist die riesengroße Frage. Das heißt, aus rein charttechnischer Sicht ist es so, dass diese Fahnenstange, die wir jetzt hier auch sehr, sehr schön sehen, durchaus das Potenzial hat, die Marke von 1,21 anzutesten, beziehungsweise dann natürlich auch drüber zu gehen und hoch Richtung 1,2240 zu laufen. Kurzfristig würde ich allerdings wirklich sagen, einen Rücksetzer erwarte ich spätestens bei 1,21 dort oben. Das Ganze auch immer noch ein bisschen im Kontext der EZB-Sitzung am Donnerstag. Ob es soweit ist, weiß ich nicht, aber es ist sozusagen immer ein Blick wert in die entsprechenden Zeiteinheiten. Und da sehen wir halt, und das ist das, woran ich mich immer halte, weil wir wissen ja nicht, was kommt, sondern wir können ja immer nur Wahrscheinlichkeiten traden. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt eine alte Floskel, aber diese Floskel passt halt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach so einem starken Move nach oben auch immer ein bisschen korrigiert, die ist natürlich, je weiter sich so eine Bewegung auch ausdehnt, je stärker ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz im 4-Stunden-Trend auch anschauen wollen, den lasse ich hier an dieser Stelle auch mal kurz einblenden. Moment hier, das ist der 4-Stunden-Trend, den wir hier nach oben haben. Der ist jetzt natürlich auch hier weit in Bewegungen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, weil wir alle nicht wissen, wie weit so ein Markt laufen kann, schaut euch einfach den laufenden Bewegungsarm an. Und wenn der bricht, dann geht es erstmal in die Korrektur. Ich habe das Ganze auch immer weiter im Blick. Wir werden sehen, wie es geht. Wir haben ja den letzten Widerstand hier auch miteinander besprochen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen mal sehen, wie sich das Ganze ausläuft. Und dann haben wir hier gesehen, steigende Hochs, fallende Tiefs ist immer ein Zeichen von Unsicherheit im Markt. Der Markt hat sich halt gestern für die Oberseite entschieden, den Widerstand rauszunehmen, die Marke von 1,20 zu überschreiten. Und da kommen dann halt irgendwann die Absicherungsorders. Und hier oben sehen wir halt nächster Widerstand, auch im 4-Stunden-Trend, der Markt an der 1,2113. Sollte der Aufwärtsarm hier tatsächlich in den Bruch gehen, dann werden wir uns hier morgens damit beschäftigen, die Chance der Unterseite auch anzuschauen. Nächstes Ziel auf alle Fälle von meiner Warte her erstmal oben die 1,21. Das ist der Blick in Euro, US-Dollar. Dann schauen wir auf das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Moment, den haben wir hier liegen. Da, Australian-Dollar. Auch der ist im Bullenmodus. Ja? Auch der haben wir schön da. Wir sind hier unten im Low. Hier unten, ich habe den kleinen Pizza reingemacht. Diese SKS ist natürlich komplett momentan fehlgeschlagen. Was wir hier an dieser Stelle sehen, wenn wir uns den höheren Zeitrahmen mal anschauen, sehen wir momentan eine massive Gegenbewegung innerhalb dieses übergeordneten Abwärtstrends. Und im kleineren Bild, auch das mache ich mal noch mit rein hier, an dieser Stelle sehen wir, das grün markierte ist der Aufwärtstrend. Der Tag ist hier auf Aufwärts, in Aufwärtstrendbasis rein. Das nächste Ziel ist oben mal das Schulterhoch hier um die 0,78, knapp 50 oben rein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier in diesem Bereich oben, schaut mal, dieses Level hier, das ist das Ausbruchslevel, was wir im kleineren Bereich sehen. Das heißt, das, was hier markiert ist auf der Tagesbasis, das ist das, was wir hier sehen. Und da schauen wir uns gerne mal die untergeordneten Zeiteinheiten an, weil in der untergeordneten Zeiteinheit, da sieht man sehr, sehr schön, wie sich dieser Bewegungsarm gestaltet. Im Tag ist es oft so, in den Währungen, da es ein 24-Stunden-Markt ist, macht es sich gut, den Blick in die 4 Stunden einzuwerfen. Man kann das Ganze aber auch im Stundenchart machen. Da bekommt man es noch ein bisschen feiner. Aber die Trends, die hier laufen, sieht man hier auch sehr, sehr schön. Das heißt, hier auch das Ausbruchslevel hier, das sehen wir sehr, sehr gut im 4-Stunden-Chart, genauso wie auch im Stundenchart. Das ist kein großer Unterschied. Ich habe nur gesagt, im Stundenchart sieht man das Ganze etwas feiner. Man muss nur aufpassen, dass man sich in den Zeiteinheiten nicht verwechselt. Wir haben es gesehen, der Ausbruch ist gekommen, es gab ein Pullback in das Ausbruchslevel rein hier zwischen 77,50 und 77,60, dann direkt wieder rauf. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wenn wir einen Pullback bekommen sollten, die Frage geht genau auf den Pullback, wenn der bullischer Natur sein sollte, dann würde ich mal sagen, wenn der kommt, hier spätestens sollten sich, wenn der Markt wirklich sehr, sehr stark bleibt vom jetzigen Niveau, die nächsten Käufer finden. Ansonsten, wenn wir einen zweiten Retest sehen, wenn der Markt wirklich so extrem weit zurückkommt, dass wir das hier unten testen, da muss ich dann wirklich dazu sagen, da muss ich überlegen, ob der Markt noch diese massive Stärke hat. Ne? Denn wenn wir einfach mal sehen, was wir hier an dieser Stelle haben. Moment, ich muss mal ganz kurz hier, kann ich das Steuerung so, ne? Komm mal mit rüber hier. Jawohl, kann man doch machen. Also passt auf, was ich hier an dieser Stelle sagen möchte, ist, kleinen Augenblick,
Das Feld will ich hier drüben haben. So, also, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle, das ist jetzt mal das Ausmaß. Wenn wir mal diese Bewegung hier oben sehen, die kam quasi von hier unten und der Markt hat so ein Stück weit weggenommen, ne? Das ist also ungefähr die Hälfte der Bewegung. Und wenn wir das jetzt mal sehen wollen, das hier unten ransetzen, wenn der Markt jetzt sozusagen die Hälfte der Bewegung mitnehmen würde, dann wären wir halt irgendwo, wenn wir mal grob die Hälfte sehen, ungefähr hier so in diesem Level. Wenn der Markt aber diese gesamte Bewegung bis darunter korrigiert, dann sehen wir, dass sag ich mal, dass das Kaufinteresse deutlich stärker einsetzen würde, als das hier in diesem Fall gewesen ist. Und das ist dann eher ein Zeichen, dass wir wahrscheinlich eher eine deutlich tiefere Korrektur sehen sollten. Der Aufwärtstrend ist dann natürlich noch intakt. Also selbst wenn es bis hierhin ein Pullback geben sollte, das ist alles kein Problem. Aber wenn man die momentane Stärke sieht und auch das nächste Ziel hier oben sieht, dann würde ich mal sagen, 78, 50 oben ist aktuell durchaus der Lauf, den der Markt hier haben kann. Und wie ich schon gesagt, Thema Pullback unten rein, hier bis in das Level um den Ausbruch hier bei 77, knapp 85. Das ist durchaus gut. Alles, was tiefer geht, ist ein bisschen Zeichen von Schwäche. Aber im Sinne dieses Aufwärtstrends durchaus auch ohne weiteres drin. Das ist auch das, was wir hier sehen, wenn wir uns diesen Markt mal auch anschauen, hier an dieser Stelle im Lower Timeframe. Das ist die letzte Bewegung und alles, was bis hier unten reingeht, ist nur Korrektur. Die Frage ist halt, je tiefer es geht, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier oben die Trendfortsetzung nicht macht. Da kann man dann einen anderen Handelsansatz sozusagen nutzen. Wenn man das Ziel hier oben hat, dann wäre es gut, wenn der Markt früher rumdreht. Da müssen wir aber mal ganz genau hinschauen. Das ist der Blick in den australischen Dollar im Zusammenhang mit dem US-Dollar. Und ja, jetzt schauen wir noch auf den Nasdaq. Wie schon gesagt, im Nasdaq, generell auch an den US-Märkten haben wir momentan Berichtssaison. Ja, da bringt einiges Zahlen. Der Nasdaq hier mit Blick in den Tageschart ist natürlich auf einem relativ hohen Niveau. Was wir hier haben, da darf man sich nicht beirren lassen an dieser Stelle. Rücksetzer sind absolut normal an dieser Stelle. Und was wir hier an diesem Punkt auch haben, wir haben momentan hier diesen Bereich, diesen Schwungbereich. Oben die 14.040, unten die 13.785 bis, was haben wir hier oben, wenn wir mal das Zwischentief hier nehmen, knapp die 13.800-Punkte-Marke. Damit haben wir natürlich jetzt zwei enge Schwungbanden vorgegeben, wo der Markt hin und her schwingt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Schwankungsbreite, die uns der Markt vorgibt. Entscheidung, Trendfortsetzung oben oder unten, das ist der wichtige Punkt. Und hier sind wir wieder, wir hatten gestern eine ähnliche Situation. Wir sind in einer Range, in dem Mittelfeld der Range. Und das ist immer ein bisschen tricky. Besser ist es, in Ranges von unten nach oben oder von oben nach unten zu traden. Schauen wir uns den Nasdaq mal im Stundenchart an. Da sehen wir es auch ganz, ganz gut. Das ist dieses Hin- und Hergetingel. Und sehr bullisch wäre es gewesen, wenn er hier die Kontraktion genutzt hätte, um nach oben auszubrechen. Hat er aber nicht, ist eher das bärische Bild. Und aus jetziger Sicht ist es halt wichtig zu schauen, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Und da sehen wir es halt hier unten raus, dieses Marker, dieses Level hier unten, was wir hier liegen haben, fällt der Markt hier drunter. Dann haben wir hier den Abwärtstrend in Fortsetzung. Hier im kleineren Zeitrahmen sieht man es schon, das ist der Abwärtstrend. Im etwas größeren Zeitrahmen sehen wir den intakten Aufwärtstrend. Das ist der Korrekturarm. Fallen wir allerdings hier unten drunter, unter dieses Level, dann haben wir hier den Abwärtstrend im Fortgang. Und dann ist halt die Frage, was macht der Markt hier unten an dieser Range bei ungefähr 13.785 bis 13.800 Punkten. Das ist ein dicker Support. Wir sehen es schön im Stundenchart. Das sollte dann tatsächlich wieder Kaufinteresse reinkommen. Wenn das nicht passiert, wird es eine tiefere Korrektur. Ansonsten können wir hier unten schön uns auf die Lauer legen und nach oben laufen, beziehungsweise wenn der Markt jetzt direkt schon aus dem Median dieser Range ausbricht, dann haben wir auch gute Chancen, den Markt nach oben auch rauszunehmen. Das ist halt der Punkt. Mittendrin ist immer ein bisschen schwierig. Da kann man eine Münze werfen und hat am Ende trotzdem nur eine Trefferquote von 50%. Also das ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Aber wenn wir sehen, wo der Markt hin will, oben oder unten, ist es gut zu sehen. Sollten wir hier jetzt schon nach oben drehen, das heißt hier oben drüber über dieses kleine Zwischenhoch laufen, wäre das mal eine kleine Vorentscheidung, dass man wieder ein bisschen Aufwärtsdynamik sieht aus dem Median zur Oberseite raus. Und wenn man sich das dann mal im größeren Kontext auch anschaut, ich skizziere es mal eben ganz kurz ein, dann sieht man halt, dass das einfach eine ganz, ganz klassische Korrektur
in einem Aufwärtstrend ist. Und dieser Aufwärtstrend, hier schaut man, der kam von hier oben dort runter, ist dann hier oben reingelaufen ins Ziel, also ins Zwischenhoch, hat jetzt hier das Zwischentief gesetzt. Und wenn wir jetzt hier anfangen, sozusagen einen untergeordneten Trend zu machen, ob das jetzt schon das Zwischentief ist oder der Markt noch ein bisschen tiefer läuft hier, um dann von unten hochzutreten, das mag dem Markt überlassen sein. Aber wenn wir hier ein höheres Tief machen und dann oben drüber fliegen, das wäre eher das bullische Zeichen. Dann haben wir hier wieder einen Aufwärtstrend im Aufwärtstrend und dann können wir davon ausgehen, dass der Markt durchaus erstmal hier das Allzeithoch wieder mit in den Blick nimmt. Das der Nasdaq, ne? Hätten wir auch. So, jetzt schauen wir ganz kurz noch auf unseren Heimatindex hier an dieser Stelle. Natürlich den DAX, der darf, wenn wir die Indizes besprechen, auch nicht fehlen. Moment, Zeichentool zu, jetzt können wir umschalten. Der DAX ein bisschen auch Tauchstation, ne? Ist ja megamäßig stark auch gewesen in den Tagen der letzten Woche. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gestern hier, beziehungsweise am Freitag dieser heftige Schub zur Oberseite hin, das korrigieren wir jetzt natürlich ein bisschen. Auch das Thema Berichtssaison ist da. Was hier vielleicht den DAX auch ein bisschen beschäftigen könnte, wäre das Thema Wahl in Deutschland. Wir wissen ja immer, dass die Wahlen, also die politischen Geschehnisse hier, Ausblick auf die entsprechenden Unternehmen haben oder Auswirkungen auf die Unternehmen haben. Und wir haben ja jetzt die Diskussionen Nummer 1, der Führungswechsel sozusagen in der CDU ist hier natürlich ein Punkt. Aber das, was der Markt viel mehr an dieser Stelle diskutieren sollte, ist das Thema ein Wechsel in der Gesamtpolitik. Das heißt, wenn sich hier beispielsweise das Thema der Grünen deutlich mehr durchsetzt, dass wir hier deutlich mehr sozusagen Einfluss auch auf das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit haben. Das könnte in der Industrie schon für einige Bewegungen und Umänderungen sorgen. Und das sind Unsicherheiten, die der Markt natürlich gar nicht so mag. Und wenn solche Diskussionen geführt haben, wir wissen es, politische Börsen haben meistens kurze Beine, aber es kann da natürlich zu deutlichen Bewegungen kommen. Und wenn wir das so sehen, muss man das Ganze im Blick haben. Aber hier der DAX, wie schon gesagt, auf relativ hohem Niveau, hier im Kleinsten natürlich jetzt gerade verortet in einem Abwärtstrend, das sehen wir hier, ne? Das ist der korrektive Abwärtstrend, den wir da haben, aber im großen Bild, wenn wir uns das auch mal kurz anschauen wollen, hier, ich mache mal den höheren Zeitraum ran, es ist ein ganz gesunder Aufwärtstrend, wir sind hier unten reingelaufen, nächstes Ziel, würde ich mal sagen, dieser Abwärtsphase wäre zunächst erstmal hier das Ausbruchslevel um die 15.300, knapp 25 Zähler, hält das nicht, dann haben wir hier unten das Trendtief bei 15.100, was haben wir hier unten, um die 53 rum. Wenn das dann bricht, dann muss man sagen, hoi, dann geht es deutlich tiefer, zumindest aus charttechnischer Sicht ist dann der Weg nach unten erstmal frei. Nur bis es soweit ist, können wir in Ruhe abwarten. Auch hier im DAX sehen wir etwas Ähnliches wie das gerade im Dow. Sollte es hier unten drunter gehen, unter die Marke von 15.300, was haben wir hier im Low? 15.336. Dann haben wir hier die Fortsetzung dieses kleinen Abwärtstrends, den mache ich mal rein, also hier ähnlich. Wie wir es gerade im Nasdaq gesehen haben, zieht es den Markt so ein bisschen nach unten hin. Der hat dann Platz, sich rauszudehnen zur Unterseite rein hier unten. Nächster Anlaufpunkt dann, wenn das tatsächlich durchschiebt hier unter das Ausbruchslevel. Nächsten haben wir dann die 15.200, um die 60 Punkte hier in diesem kleinen Sammelbereich. Das muss man sehen, wie es kommt. Schafft es der Markt aber vorher rumzudrehen, hier über das Zwischenhoch bei knapp 15.400 und was haben wir hier im Hoch gehabt? 15.403, 15.404, da drüber zu laufen, das wäre natürlich dann eher bullisch zu sehen, weil auch in diesem Kontext hätten wir dann, genauso wie ich es gerade im Nasdaq angezeichnet habe, einen Trend, der wieder in die Oberrichtung läuft. Das heißt hier, jetzt haben wir schön den korrektiven Trend hier an dieser Seite. Also das ist mal so ein bisschen die korrektive Phase, die hier nach unten läuft, ne? Und wenn wir es jetzt allerdings schaffen, hier entsprechend rumzudrehen vor diesem Low hier unten, dann haben wir die Chance, durchaus hier nach oben zu laufen, einen Aufwärtstrend zu machen und dann die höheren Bereiche anzulaufen. Das sind die Chancen, die wir haben. Den Drehbereich haben wir hier nahe. Da müssen wir entsprechend einfach nur mit hinschauen. Das wäre es zum DAX. Und an dieser Stelle sind wir für heute fertig. Wir haben es jetzt gleich, was heißt gleich, es ist 9.16 Uhr, das heißt, der Markt läuft auch schon los. An dieser Stelle sage ich wie jeden Morgen ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Schauen Sie mal bei Tickmill vorbei. Geben Sie jetzt noch ein Like, falls Sie es noch nicht getan haben, damit die Welt auch sieht, was wir hier machen. Und ich sage tschüss, bis morgen. Einen erfolgreichen Handelstag. Planen Sie den Trade.
und traden Sie den Plan. Bis dahin, alles Gute und tschüss, ihr, euer Mike Seidel. Bye-bye.